Hallo, ich möchte euch heute das Great Tape vorstellen. Das Great Tape ist ein doppelseitiges Klebeband, was in sich recht flexibel und leicht faserig ist. Deshalb kann man es gut für Effekte einsetzen. Bevor ich es einsetze, lege ich einen Hintergrund auf dunklem Papier, was relativ wichtig ist, mit Perfect Pearls an. Dafür nehme ich das Perfect Pearl auf eine Pinselspitze und stäube es auf die Oberfläche meines dunkelbraunen Kartons. Ich verwende zu Anfang nur zwei Farben, damit das zum Schluss sehr schön zur Geltung kommt. Ich habe mich hier für ein Türkis und ein Orange entschieden, das ich gleich mit Wasser aus dem Mini-Mister bestäuben werde. Das Perfect Pearl verbindet sich mit dem Wasser und gibt meiner Oberfläche eine schöne Struktur. Man kann sehr schön sehen, wie die Farben hier in sich verlaufen und das Wasser die Farben auf dem Hintergrund verteilen. Wenn man zu viel Puder auf einer Stelle hat, kann man das ein bisschen mit dem Finger verteilen. Man kann dafür natürlich auch einen Pinsel nehmen. Ansonsten kann man es auch sehr schön so stehen lassen und so trocknen, beziehungsweise mit dem Heißluftföhn föhnen. Das werde ich mal schnell tun. Die Farben verteilen sich dann noch ein bisschen beim Föhn und geben einen zusätzlichen Effekt. Je nachdem, wie feucht man arbeitet, trocknet es schneller und die Farben verteilen sich anders. Gleich haben wir es geschafft. Wenn die Oberfläche trocken ist, werden wir es gleich ein bisschen weiter bearbeiten. Und bestempeln. Das Papier wälzt sich durch die Feuchtigkeit ein bisschen, das macht aber nichts, das kriegen wir nachher wieder in Form. Einmal die Oberfläche unseres Arbeitsplatzes zu trocknen. Mal auf dem Papier abtupfen, falls noch Überschüsse sind. Und das Papier ein bisschen in Form ziehen. So. Ich arbeite jetzt noch mit ein wenig Zeitungspapier und im Anschluss mit Stempeln. Dafür reiße ich aus einer Zeitung oder aus einer alten Buchseite einige Schnipsel und verteile diese auf meiner Oberfläche. Montieren werde ich die Papierschnipsel mit dem Tombow Klebestift. Das ist ein transparenter Klebestift, der auch sehr schön auf den Oberflächen immer hält. So, schnell einstreichen. Sehen, dass die Schrift auch möglichst gerade ist. So. Jetzt färbe ich mit dem Archival Ink mein Stempelmotiv ein. Ich habe mich hier für einen Stampers Anonymous Stempel mit Schrift und, wie sagt man, Briefmarkenstempel entschieden. Ich setze den auf meinen Tag und drücke den gut ab. Und nun werde ich das Great Tape platzieren. Ich habe mich entschieden, dieses unten in die Ecke zu nehmen. Ich lege das Tape auf.
auf der gewünschten Länge und schneide es ab. Du kannst auch vorher abschneiden und dann im Anschluss auflegen. Dann gut festdrücken und die Schutzschicht entfernen. Und nun wird das Klebeband mit den Fingern auseinandergezogen. Dafür den Finger aufsetzen und langsam nach innen ziehen. Man merkt unter den Fingern, wie sich der Kleber rollt und zu einem netzartigen Gebilde ziehen lässt. Diesen Vorgang wiederholen wir, bis wir den gewünschten Effekt erzielt haben. Ich hoffe, ihr könnt sehen, wie sich das Klebeband auseinandergezogen hat und zu einem netzartigen Gebilde oder wie ein netzartiges Gebilde entstanden ist. Damit sich das jetzt noch besser hervorhebt, bestäuben wir es mit einer dritten Pearl X oder Perfect Pearl Farbe und betonen damit die Oberfläche. Aufgetragen wird das auch mit einem feinen Pinsel und im Anschluss mit einem etwas gröberen abgebürstet. So, das gleiche mache ich in der oberen Ecke noch einmal. Es kann passieren, dass das Klebeband nicht an dem oberen Deckblatt haften bleibt, sondern direkt auf der Rolle. Dann wird die Rolle auf das Papier aufgesetzt und angedrückt und langsam heruntergezogen, sodass der Kleber auf der Oberfläche des Papiers haften bleiben kann. Mal schön andrücken und dann die oberste Klebeschicht entfernen und dann wieder den gewünschten Effekt durch das Ziehen der Finger über die Klebeschicht mit leichten rollenden Bewegungen und etwas Druck in die gewünschte Form ziehen. Im Anschluss wieder mit dem Perfect Pearl bestäuben. Immer nur wenig Puder nehmen, lieber nachgehen, damit man die Oberfläche nicht zu stark bestäubt und das Abpinseln nachher erleichtert. Und fertig ist unser zauberhafter, mystischer, effektvoller Hintergrund.